So, hallo liebe Freunde und willkommen bei einem neuen Camponotus Maculatus Video. Ist ja jetzt schon einige Zeit vergangen seit dem Krieg der Hymenoptera. Aber ja, es gibt hier tatsächlich gerade getrocknete Mehlwürmer. Die gibt es nämlich auch zu kaufen. Hat man das Problem nicht mit den lebenden Tieren, die man dann irgendwie töten oder einfrieren muss oder so. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was hier gerade passiert. Aber unsere Königin, die seit ein paar Wochen da im Reagenzglas gelebt hat, hat ihren Arbeiterinnenstaat um sich versammelt, wird auch gefüttert. Stichwort Trophodiale Stomodiale Trophallaxe ist natürlich. Sorry, ich habe jetzt hier kein Skript geschrieben. Ich muss das alles aus dem Gedächtnis machen. Aber jetzt gucken wir mal hier rein. Da sind nämlich auch schon ganz viele, die dort ja, das Nest sozusagen vorbereiten. Das ist ja das, was ich mal mit dem David gebaut habe. Und scheinbar wird die Königin gerade überredet, mal umzuziehen. Die hat zwar noch hinten Wasser im Reagenzglas. Die anderen, die jetzt kein Wasser mehr hatten, habe ich endlich mal entfernt. Da ist die Schlachterplatte. Ja. Gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Reagenzglas selbst ist voll mit Arbeiterinnen. Da hinten sind nur noch ein paar Larven. Es ist ziemlich dunkel heute Abend hier und ich habe kein gutes Licht. Deswegen Entschuldigung für die Unschärfe. Aber, ja. Mal gucken. Vielleicht sieht sie ja um. Sind ja nur noch wenige Zentimeter. Vielen Dank fürs Reinschauen. Liken, abonnieren und so. Ihr wisst ja. Euer Björn.